Aber gut, es ist der erste Tag des Herbst. Oh, ich muss die Schweine einsperren. Auch ganz schlimm, dass sie hier so überall rumlaufen. Ja, das Häuschen kommt ja dann sowieso weg. Dann haben wir wieder 6 Brettchen. Mein Hämmerchen. So, wie kommst du hier zurecht? Läuft das? Oh, alles schon geerntet? Sehr gut, sehr gut. Jetzt also am Düngen. Der kriegt das hin. Noch müsste ich genug Tierfutter haben. Auf jeden Fall genug, dass wir hier sowieso gleich herstellen. Flachshalm. Ja, darum kümmern wir uns später. Kohlsamen haben wir für das erste Feld schon wieder genug. Gleich. Wir müssen Leinsamen verkaufen. Und zwar zeitnah. So, Roggenkorn haben wir 260. Da würde ich gerne warten, bis wir angepflanzt haben. Oder ich nehme die 100... Ah, kurz kratzen. Oder ich nehme das, was wir gerade davon nicht brauchen, gleich raus. Also 100 müssen wir auf jeden Fall behalten, damit er anpflanzen kann. Das heißt, 160 könnte ich herausnehmen. Und dann Hafer. Hafer, Hafer, Hafer. Das dauert ganz schön lang. Also wir können jetzt praktisch sowieso noch nicht ganz so viel Tierfutter herstellen, weil wir keine volle Roggenernte haben. Oder hatten beim letzten Mal. Es ist sehr wenig übrig. Dafür haben wir noch sehr viele Hafer und spätestens im Frühling, wenn wir dann wieder Roggen ernten, da kriegen wir dann richtig viel. Und dann sollten wir auch genug Tierfutter für 1-2 Jahre haben. Schätze ich. Und ich bin so froh, wenn ich hier nicht mehr überladen rumlaufen muss. Und das wird sich hoffentlich schon sehr bald ändern. Oder wir könnten aber rein theoretisch auch an diesen 160 festhalten. Dann behalte ich am Schluss Haferkorn. Nochmal 260, also 160 für Tierfutter und 100 zum Anpflanzen. Und die restlichen Körner können wir verkaufen. Wir würden halt trotzdem für 160 Einheiten Tierfutter bekommen. Aber das ist gar nicht so viel. Ich könnte nebenbei mal mir diese Liste wieder raussuchen. Gott, das ist so lange her, die finde ich jetzt bestimmt nicht mehr. Ich hätte mir die irgendwo speichern müssen. Oh nein, und ich bin fast da. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, nee, so schnell finde ich das jetzt nicht. Nein, lauf doch nicht an der Treppe vorbei. Hier. Wie viel Futter braucht man nochmal pro Jahr für 2 ausgewachsene Tiere? Achso, jetzt. Die können wir auf jeden Fall verkaufen. Das lasse ich mal komplett hier. Das müssen wir umwandeln. Und das hier bleibt hier. Sekunde, das... Der soll das halt nicht nehmen, ne? Für das Feld. Und ich befürchte, wenn er das hier drin sieht, nutzt das sofort. Das heißt, auch den Hafer soll er nicht nutzen. Der muss halt auch noch durchgedroschen werden.
Wobei, das können die eigentlich dann durchdreschen, sobald die hier mit Ernten fertig sind. Bis dahin möchte ich hier hin. Da kann ich meine Samen auch gut verkaufen. Oh, das klingt so falsch. Zumindest die erste Fuhre, und von diesem Geld hole ich uns auf jeden Fall einen großen Rucksack. Wir können endlich richtig tragen. Und das ist so viel wert. Das macht das ganze Spiel besser. Und ich bin auch ehrlich, ich würde auch gerne schauen, wie ich ein Pferd haben kann. Aber ich glaube, das Problem mit dem Pferd war folgendes. Tierhaltung. Ich denke, dass wir hier für den Stall brauchen und dafür... Warte mal, 2000 Landwirtschaft? Sollten wir uns bald ein Pferd kaufen? Oh, wir könnten so schnell werden. Und wir könnten so viele Sachen transportieren zum Verkaufen. Oh, wir werden reich. Mein Leben innerhalb dieses Spiels macht langsam wieder Sinn. Das ist schon gut. Ich meine, es würde zwar natürlich dementsprechend die Schaden noch ein bisschen was landwirtschaftlich selber zu machen, damit das etwas schneller eintritt. Aber muss jetzt auch nicht, ne? Sofort. Ich meine, wenn ich ein bisschen als Scheunenknecht arbeite, das würde ja auch laufen. So, aber wenn wir dann mehr tragen können, haben wir schon mal einen Vorteil, der uns lange gefehlt hat. Ich denke auch, bis spätestens morgen Abend könnten wir die Häuser fertig haben. Das heißt, die beiden alten noch abreißen. Und gegebenenfalls halt nach und nach mal wieder ein Häuschen bauen. Gab es hier nicht auch einen Landwirt? Und wenn wir noch mehr Häuschen bauen, können wir halt auch noch mehr Leute hier einziehen lassen. Was ist das denn? Den hätte ich schon gern, wenn ich ehrlich bin. Hier, Dagobert, natürlich. Was kann ich für dich tun? Ich bin wirklich durstig. Einen Trinkschlauch mit etwas Wasser besorgen. Kriegen wir gleich hin. Sekunde vorher. Aber wie viel kriege ich hier? 6. Ist das weniger als sonst? Ach, der ist schon pleite. Nun gut, das ist jetzt ein bisschen doof. Gib mir einen Moment. Gib mir einen Moment. Ja, ich würde gerne meinen Trinkschlauch auffüllen, wenn ich ehrlich bin. Sollte ich da nicht rein theoretisch auch bei ihm was kaufen können? Ich kann bei dir nicht anbrunnen, das ist so frech. Als ob ihr Brunnen irgendwie was Besseres wäre als meiner. Nein, du kannst hier nicht rangehen, das ist mein Brunnen. Penner. Tachchen, hallo, zeig mir mal deine Ware. Du hast doch bestimmt einen großen Rucksack. Einfacher, großer Rucksack. Plus 20 Kilo. Gab's nicht auch noch einen normalen, großen Rucksack? Statt dem einfachen? Ich frag einfach nur. Und ich meine, das war mehr als 20 Kilo. Ich war fast sicher. Warte, sie hat ja Kohle und ich kann ja...
hier auch ein bisschen Kohle machen. Jetzt ist er pleite. Ich habe immer noch... Alter, ich habe immer noch so viel Leinsamen. Ich weiß langsam gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Scheiß. Irgendwas ist hier anders. How are you? Best goods in the valley. In the valley? Ich schwöre, im anderen... Ich habe ja heute schon ein bisschen gespielt, ne? Auf meinem privaten Spielstand. Da konnte ich mehr tragen. War das dann vielleicht irgendwo durch Skills? Ich meine, 65 Kilo ist jetzt auch nicht schlecht, um Gottes Willen, aber... Naja. How can I help you? Whatever you need. Naja. Ich würde halt bei ihm eigentlich gern was kaufen, nur damit ich meinen restlichen Leinsamen auch verkaufen kann. Have a good day. Vorher, wo haben wir denn... Ja, das nächste Wasser ist ein bisschen weit weg. An den Brunnen komme ich offensichtlich nicht. Ich würde ihm ja gerne einfach einen Trinkschlauch geben. Kann ich einen Trinkschlauch irgendwo schnell kaufen? Hast du zufälligerweise einen Trinkschlauch mit Wasser? Och, perfekt. Verkaufe ich einfach, scheiß drauf. Sonst hier ein bisschen Essen? Okay, ja. Sehr lecker, sehe ich schon. Absolut Qualitätsessen. So, schönen Tag noch. Gern geschehen. Oh, 96 Münzen, danke. Moment, du hattest nur noch eine. Und wo hat er jetzt die Münzen her? Wäre denn einer von euch ein guter Schmied? Oh ja, die beiden. Wir könnten halt schon den Schmied brauchen, ne? Ich meine, bis der bei uns ankommt, mit ein bisschen Glück. How can I help you? Der ist halt ein guter Schmied, weiß ich, brauche Werkzeug. Dann könnten wir, bis wir zu Hause sind, beziehungsweise bis er dann zu Hause ist, mit sehr viel Glück, das eine Haus schnell fertig machen. Auch wenn da jemand aus dem alten Haus einziehen sollte, dann wird das vielleicht ein paar. Möglicherweise. Was haben wir denn hier? Leder, ja, gut, gut. Und eigentlich sollte ich wirklich statt den Samen eher Messer verkaufen, weil ich dann wenigstens nebenbei noch was skill. Aushalten, Kohle zu machen. Wobei Kohle halt schon echt gut ist. Und das taugt mir auch sehr gut. Jetzt frage ich mich nur, kriegen wir rechtzeitig die Bude fertig? Bestimmt, oder? War ja, glaube ich, auch noch ein Teil vom Dach, das gefehlt hat. Hatte ich nicht sogar Bretter schon eingesteckt? Natürlich. 6 Bretter habe ich schon und im Lager sind garantiert auch noch mehr. Oh, hier wäre so viel Platz. Ein Dorf würde sich hier so anbieten, ne? Alles eben. Schöne Häuser bauen. Riesengroße Felder. Womöglich sollten wir einfach nochmal nach und nach bei Null anfangen. Irgendwo anders. Weiß ich halt nicht. Ich glaube, wenn dann überhaupt in der nächsten Generation. Blöd nur, dass wir die Familienbündnisse, die bisher geschlossen sind, nicht einfach beenden können.
Auch wenn mir das gut gefallen würde. Ja, ich habe auch noch einen privaten Spielstand seit 3 Tagen. Ich bin aber schon ein bisschen weiter. Es ist nicht so, dass das Spiel irgendwie ein bisschen süchtig machen würde oder sehr viel Spaß. Ich wollte halt weiterspielen, aber ich kann halt hier nicht weiterspielen, ne? Sonst fehlt hier so viel. Das wollen wir ja nicht. So, unser Neuer, der darf hier erstmal Arbeit. So, Holzhammer brauchst du schon eigentlich gar nicht herstellen. So, und das hier müssen wir alles an sich so drehen, dass wir in etwa pro Tag 1 am Steinpfeile. Kann ich auch selber machen. Die braucht man nicht mal wirklich. Steinmesser sollten wir 1 pro Tag haben. Steinhacke. Und hier. Sonst die Steinsichel wäre noch wichtig. Wir brauchen hier auf jeden Fall auch noch einen zweiten Schmied. Mit 2 ist das so viel einfacher. Hier ist... Achso, es war hier. Und da oben fehlen auch noch Steine. Toll. Klasse. Wollte ich das Haus nicht fertig haben, bis er einzieht? Tachchen, hallo. Aber ich dürfte inzwischen dafür genug Stämme haben. Um selber herzustellen. So, 8,5 Kilo können wir noch. Ja gut, dann halt 7,5. Damit könnte das doch dann eigentlich ziemlich reichen jetzt. Das sind sehr, sehr viele Stämme. Und aus sehr, sehr vielen Stämmen wird im Normalfall auch sehr, sehr viele Bretter. Hau mal kurz ab. Komm, piss dich. "36 Bretter. Okay, für das eine Dach sollte es auf jeden Fall ausreichen. Aber das zweite noch nicht. Ich möchte die Häuser eigentlich noch vor dem Winter fertig haben und dann im Winter langsam anfangen, die zu verputzen. Wir bekommen ja eigentlich auch sehr viel Kalkstein, immer wieder mal. Schön, wie hier 2 Leute fast synchron hobeln. Das ist Musik in meinen Ohren. Andere Leute arbeiten und ich muss nur lauschen. Sehr schön. So, das letzte. Jetzt frage ich mich natürlich, haben wir in einem von den alten Häusern zufälligerweise noch eine Frau, die paarungswillig ist? Oder zumindest jemanden kennenlernen möchte? Ich hätte da nämlich inzwischen dann... Keine Ahnung, ist ja attraktiv, einen attraktiven Schmied? Ich sage jetzt einfach mal, ist ein ganz attraktiver. Davon abgesehen natürlich auch super freundlich, kann gut mit Kindern, also der Traum einer jeden Schwiegermutter. Schwiegermutter.
Gut, 4 Steine, das sollte ich hinbekommen. Weißt du was? Nur das, was noch übrig ist. Sollten wir auch definitiv noch bis zum Winter hinbekommen. Es ist ja auch nicht mehr so viel. Jetzt allerdings 4 Steine. Oh, hier liegen Stöckchen einfach rum. Wo? Weshalb? Ach hier, 75 Stück. Was war denn da mit mir los? Warum habe ich 75 Stöckchen zurückgelassen? Das sieht mir auch so überhaupt nicht ähnlich. So. Dann wäre das Haus fertig. Wer wohnt hier? Ein netter Herr. Kann da wohnen bleiben. So, hier haben wir noch ein Holzhaus. Wer wohnt hier? Ulrika, Jägerin. Weißt du was, Ulrika? Ich gönne dir mal ein neues Häuschen. Und einen Mann. Heute ist ein Glückstag. So, das heißt, der Schmied. Verdammt. Ich mach das manuell. Der Schmied kommt hier mit rein. So. Die beiden, achso, das sind die einfachen kleinen Häuser, die gerade zerfallen. Macht aber gar nichts. Kommen ja sowieso weg. Ciao. Stattdessen Platz für neue Bauten. Oh, eine Kräuterhütte. Oh, eine Kräuterhütte wäre so gut. Gut, jetzt muss nur noch das Haus fertig werden. Dann könnten wir dieses hier abreißen. Und ganz ehrlich, ich würde hier auch die Kräuterhütte hinsetzen. Mit vielleicht noch einem Häuschen. Wer weiß. Und die sind noch nicht mal annähernd voll besetzt. Das ist sogar noch sehr gut. Gewinnung läuft bis auf den Brunnen. Jagd. Fischhütte ist leer. Jagdhütte hat schon wieder kein Werkzeug. Wir brauchen noch einen Schmied. Oder eine Schmiedin. Eine Schmiedin wäre sogar fast besser. Vorher... Ah nee, komm. Samen verkaufen. Cool. Ob das schon alles war? Sind die Kohlfelder fertig? Geh weg. Hallo, geh weg. Läuft sie mir über den Weg rum. Frech. Okay, die Kohlfelder sind noch nicht ganz fertig. Die werden morgen noch ein bisschen brauchen und dann können sie... in der Scheune arbeiten. Ich lasse mal hiervon direkt 320 Kohlsamen hier. Warum ist der Kohl hier drin? Sollte der nicht im Nahrungsmittellager sein? Seltsam. So, es sind also auf jeden Fall genug Samen da. Das kann ich nicht alles tragen.
Wie viele Kilo kann ich denn? 40. Wie viel Kohl kriege ich mit 40 Kilo? Den Rest könnten wir hier liegen lassen und eigentlich vergammeln, oder? Ich meine, 203 Kohl ist schon nicht wenig. Auf jeden Fall kann das erstmal das Nahrungsmittellager. Verkaufen kann ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Ne? Das ist durch. Ach so, weil hier voll ist. Okay. Dann nehme ich alles, was nicht frisch ist, raus. Weißt du was, ich lasse 1000 Kohl drin. Das müsste doch reichen. Und den Rest können wir irgendwo vergammeln lassen. Eigentlich gleich hier, oder? Oder nee, eigentlich... Eigentlich würde ich fast sagen, dass ich könnte so noch laufen mit über 100 Kilo, krass. Dass wir das, wenn dann, in der Scheune vergammeln lassen, oder? Wo uns das Ganze auch was bringt.